Hey, das sieht ja Hammer aus. Was hat er da gebastelt? Mich findet ihr in keinem Raum, sondern in Eiche, Weide und Kirschbaum. Und heute geht's um die Reaction für Fighter 1, seinen zweiten Film. Ganz kurz, so wie es aussieht hier. Mein eigener DeLorean. Hey, das sieht ja Hammer aus. Was hat er da gebastelt? Herzlich willkommen bei White Gorilla. Und heute geht es um die Reaction vom zweiten Film des Fighter 1. Auf seinem Kanal Fighter 137 hat er mein eigener DeLorean hochgeladen. Ich denke, wir gehen da gleich mal rein, Leute. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Fighter 137. Es geht los, Leute. Es kommt zur totalen Eskalation. Ich habe mir beim Kistenbob bei der Aufgabe 7 von White Gorilla einen DeLorean gebaut. Das Wunderwerk hat sich hier versteckt und gleich geht's los. Jetzt geht's los und in diesem Video geht es darum, White Gorilla zu schlagen. Und hier, we proudly present. We proudly DeLorean present. By Fighter 1. Und diese Musik, diese Musik. Hier kommt das Wunderwerk. Mit den richtigen Nebelschwaden. Es kam zur totalen Eskalation. Das Licht? Wir hatten das Licht gemacht. DeLorean, kommt er so hinter den Militärdecken hervor? In den Nebelschwaden. Ich muss mein Gorilla unbedingt schlagen. Ob mir das gelingt, werden wir sehen. Ich habe auch hier meinen Stuntman dabei. Die Rädchen hat er. Stuntman. Okay, das ist kein normaler DeLorean. Das ist eine extra Ausführung. So wie wir es kennen von Back to the Future. Back to the Future! Absoluter Fan von Back to the Future. Das ist noch meine Generation. Absolut meine Generation. Es hat ein paar Special-Effekte. Aber zuerst möchte ich euch mal meinen Teamkollegen Knuffi vorstellen. Knuffi! Ich zeige euch mal. Hier drin sitzt er. Er wird auch den ersten Ritt wird er machen. Gell, Knuffi? Freut mich. Ja, mach ich den ersten Ritt. Knuffi mit dem Ich bin Knuffi. Knuffi ist das, er kampferprobt und wenn er gut runterkommt, dann werde ich auch in diese Büchse einsteigen. Die ist jetzt so für Knuffi konzipiert, aber ich kann das Dach abheben und kann das vergrößern, denn ich muss ja diese 14 Meter schaffen, um White Gorilla zu schlagen. Ja. White Gorilla, du hast das gut gemacht. Sehr gut sogar. Nur mit Kufen. Ich habe ja auch noch meine Kufen. Und es ist extra kalt. Das heißt, ich habe noch einen Notfallplan. Diese Rädchen hier. Bei mir ist es auch kalt. Da muss ich lange zirkeln. Wow. Brachte mich fast zur Verzweiflung. Die Stichsäge ist heiß gelaufen. Hier seht ihr auch schon einen Riss. Weiß nicht, wie es hält. Alles aus reinem Kirschholz. Auch hier seht ihr es. Hier, ich habe die aus diesem Kirschholzstamm ausgeschnitten. Die aus dem Kirschholzstamm ausgeschnitten. Also wenn das nicht der Crack ist. Der Boskopbaum, habt ihr gesehen, im letzten Film, falls noch nicht, kannst du das hier nachschauen, der war einfach zu morsch. Wunderbare Rädchen, hier eine richtige Walze hinten. Ich hoffe, das hält mich. So, ich denke, wir lassen mal Knuffi aus dem DeLorean aussteigen. Hier steht ja, hier öffnen. Selbstverständlich gehen die Türen vom DeLorean gegen oben auf. Hat das Geräusch gehört? Ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich freue mich sehr über meinen DeLorean.
Fighter 1 hat sehr lange dran gebaut und die erste Abfahrt gehört auch mir. Ja, er ist sehr gut gebaut, er hat ein paar Special-Effekte und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Kommt mal mit! Zuerst seht ihr hier überall diese Knöpfe. Da kann man so drücken und dann hört ihr... Wahnsinn, das ist ein DeLorean! Ist das nicht großartig? Ich habe hier einen waschechten DeLorean, wie bei Back to the Future. Und weil es so Spaß macht, gleich nochmals. Diese Taste ist auch gut. Was habe ich dir gesagt? 140 Kilometer pro Stunde! Der Doc! Ist der Hammer, Knuffi, was du da alles für Special-Effekte hast. Aber sag mal, hast du auch einen Fluxkompensator? Klar, ich habe einen Fluxkompensator. Komm mal mit uns ein bisschen rein, so. Ja, ohne Fluxkompensator geht gar nichts. Wo hat er den wohl eingebaut? Jetzt geht's los. Ein bisschen versteckt. Versteckt? Hier hinten um die Ecke. Da, seht ihr ihn da? Sogar ein Fluxkompensator. Genial, du wirst sicher eine Zeitreise vornehmen. Ja, versucht es, aber nicht ganz einfach. Mit den heutigen TÜV-Bestimmungen sehr schwierig. So. Was habe ich denn noch für Special? Ah, klar, hier hinten diese Spoiler, diese Hardcore-Spoiler und natürlich meine beiden Auspuffpropfen. Der ist ein bisschen verstopft, aber ein bisschen durchpusten, das geht schon. Auch hier wunderbar. Diese Töpfe, zwei Töpfe. Das ist mein DeLorean von hinten. Hammer, Hammer, was Knuffi uns... Das Lachen von Fighter 1, der war wohl so lang in der Natur, das tönt ja wie ein Eichelhäher. ...was da alles vorgestellt hat und jetzt schließen wir die Türen. Das geht hier ganz einfach. So, runter. Jetzt bin ich mal gespannt. Knuffi sitzt schon wieder drin. Zuerst geht Knuffi. Knuffi und ich, wir sind ein jahrelanges Team. Wir kennen uns schon seit 41 Jahren. Hab mich früher auch in den Schlaf begleitet. Und bei meinen ganz heiklen Projekten geht er zuerst los. Sehr gut, so. Sehr gut. Ich habe das Seil montiert. Jetzt geht's auf die Piste. Ich sitze hier in 4 Meter über der Höhe, wie es sich für White Gorilla gehört, in Kirschbaum. Ich habe diesen DeLorean noch nie ausprobiert. Ist sozusagen seine Jungfernfahrt. Ich bin sehr gespannt. Ich auch, ich auch. Bisschen schnell hat's ja. Ganz wenig. Okay, Knuffi, bist du bereit? Ja, bin ich, klar, keine Frage. Knuffi ist bereit. Let's go! Knuffi muss jetzt gerade waschen. Ein bisschen wenig Schwung. Das muss steiler sein. Also geht nicht viel, hä? Ah, schade. Zu bereit. Let's go! So. Kommt gut, kommt gut. Ein bisschen wenig Schwung. Das muss steiler sein. Gehen wir so weiter. Ja, das muss viel steiler sein, sonst geht da gar nichts. Ja, das muss viel steiler sein, sonst geht da gar nichts. Ich habe jetzt hier ein etwas steileres Stück. Ich werde Knuffi mal da hochziehen. Okay, der DeLorean ist mal oben. Jetzt noch umdrehen. Dieses Gefährt. Alles klar, Knuffi? Alles klar. Und go! Kommt wirklich gut. Go. Ah, jetzt mit der GoPro. Ja, kommt gut. Kommt gut. Kommt gut. Kommt wirklich gut. Okay. Knuffi, alles klar? Oh, wie hat das den Hocke gehauen? Kommt schon gut. War ein Rumblick, hä? Ja, ich denke, Knuffi hat seine 14 Meter. Ja. Wir werden mal sehen. Das sieht gut aus für Knuffi. White Gorilla dabei, etwa von hier. Er hat mein Seil, und dann 12 Meter. Geht's einfach mal nach unten.
Okay, wir werden sehen. Hier ist das Ende. Knote hier ran. Okay. Jetzt. Bis hier sind es 12 Meter. Nur 12. Ah, ist von mir hinten gestartet. Du hast deine 7 Punkte. Knuffi, du hast 7 Punkte. Knuffi hat seine 7 Punkte. Und ob ich das auch schaffe, siehst du gleich. Und jetzt wird mein DeLorean Special umgebaut und Fighter 1 tauglich gemacht. Dazu muss ich mal das Dach abnehmen. Nicht auf das Dach. Dann muss das hier gelockert werden für mehr Beinfreiheit. Geht dann so. Okay. So. Ich habe hier noch ein Reserverad. Könnte ja sein, dass eines kracht. Das ist hier hinten drin. Und das hier ist meine Verlängerung. Ich muss das doch ganz abnehmen da. Da. Geht das weg. Und das hier. Ah, das ist anlehnen. Mit dem Reservenrad hinten. Ist meine. Jetzt kann er den Stuhl, die Lehne verlängern. Ja, das kommt dann schön hier rein. Tack. Hält das? Tack. So. Ihr seht, mein DeLorean ist bereit für mich. Cool. Steig mal rein. Okay. Da geht gar nichts. Da bin ich froh. Weil ich möchte noch meine Füße abstützen. Weiter rein schlägt sogar okay. Mich. So, das ist meine Startposition. Ja, von hier aus kannst du losgehen. Da sind wir mal gespannt. Go, go, go. Ja, immerhin ist fair. Einen halben Meter habe ich. Go. Ja, kommt das? Oh, es ist zu wenig kalt. Das wird schwierig. Dann ging gar nichts. Gar nichts ging da weiter rein. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss hoch wie Knuffi. Was ja, gemacht ja, werden muss, go, go, muss go, gemacht go. Werden. Er muss da hoch. Bin mal gespannt, wie er da runterrattert. Ich bin bereit und trete gegen White Gorilla in seinem Fight 7 an. In seinem Kistenfight 7. Ich bin gespannt. Drück mir die Daumen. Jetzt, wie rein, wie rein. Er hält den Wagen mit seinem Fuß vorne. Okay, das geht doch gut. Das geht doch ziemlich gut. Geht der GoPro. Oh, oh. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ich brauche unbedingt diese 14 Meter. Hier bin ich gelandet. Ich brauche noch 2 Meter, dann habe ich White Gorilla im Sack. Im Sack hat er mich. Hängt ein bisschen. Jetzt lass ich noch ein bisschen ruckeln. Dann geht das. Sobald ich aus dem Bild bin, habe ich es geschafft. Ich schaffe das. Ja, jetzt kommt er. Ja, mit dem Peace-Zeichen. Okay. Ja. Ich hab's geschafft. Er hat's geschafft. In meinem selbstgebauten DeLorean. Das rechte Vorderrad wurde mir zum Verhängnis. Habt ihr es gesehen? Es hat eine morsche Stelle und es hat das total ausgehöhlt. Ich werde es euch jetzt zeigen. Ja, zeig's mal, zeig's mal. Das hat ja geeiert. Seht ihr da? Das hat so also ab. Hier ist eine morsche Stelle, da. Seht ihr das da? Deshalb musste ich den Kirschbaum auch fällen, wie der Boskop-Baum. Und hat mir viel zu große Narbe gemacht und hat dann das quergelegt. Hast trotzdem geschafft. Aber ich denke, mein Resultat lässt sich sehen. Von diesem Baum dort oben bis hierhin sind es 14 Meter. Ich habe 7 Punkte. Das war's auch schon, hat Höllenspaß gemacht. Mir auch, bin mir auch. Ging's ohne die Kufen.
konnte ich es mit den Rädchen machen. Die Rädchen hätten besser sein können. Und von unten sieht es dann so aus. Wow. Das wären meine. Und wie groß das ist. Ich meine, Fight Reins ist ja 1,90 Meter oder so groß. Das Ding von den Töpfen bis vorne sicher 1,50 Meter oder so. Boah, es sieht geil aus. Die Kufen gewesen, brauchte ich zum guten Glück nicht. Vielleicht gibt es mal eine Sonderedition. Ja, Sonderedition! Ja, das war's. Ihr bekommt noch einen Surroundblick von meinem Gabriolet DeLorean. Natürlich mit Knuffi drin. Und bis bald, euer Fighter 1. Mein Like hast du! Like-Button habe ich gedrückt für Fight 1. Und für Knuffi! Ja, diese 7 Punkte habt ihr. Spitze! Danke vielmals, Fight Reins und Knuffi. Beide 7 Punkte. Wahnsinn, diese Räder aus Kirschholz. Da kann jeder mitmachen. Du kannst gegen mich antreten. Ja, ist ein bisschen mehr als ein Outdoor-Game. Ist schon ein bisschen Schabernack. Aber Schabernack muss sein. Und ja, ganz klar, 7 Punkte. Und ich würde mich so freuen, wenn er noch die Sonderedition bringen würde. Wer weiß, vielleicht bis bald. Euer White Gorilla.